Was letzte Woche mit einzelnen kurzen Regengüssen begann, ging am Sonntag in richtiges Schauerwetter über. Ein Tief direkt über Deutschland ist für dieses typische Aprilwetter verantwortlich. In vielen Teilen Europas öffnet der Himmel seine Schleusen und auch in unserer Region braucht man heute wetterfeste Kleidung. In den nächsten Tagen müssen wir immer wieder mit Regen rechnen. Am Dienstag ist es zum Teil sonnig, zum Teil bewölkt mit einzelnen Schauern bei 9 Grad. Nachts wird es mit minus 2 Grad in Teilen der Region wieder etwas kälter. Auch am Mittwoch wird es wechselnd bewölkt bei 8 Grad. Zu den Schauern kommen noch einzelne Gewitter. Nachts wird es wieder eisig mit minus 2 Grad. Am Donnerstag erreicht das Thermometer 10 Grad. Sonne und Wolken wechseln sich ab. Abends gibt es auch leichten Regen und nachts bleibt es mit 4 Grad recht mild. Ich wünsche Ihnen Spaß bei jedem Wetter.